You are carrying too much. So sieht's aus. Ist auch klar, ich habe auch einen Schmelzofen in der Tasche, also. Und 500 Steine. Ach ja. Soll ich mal nicht so anstellen. Erstmal guten Abend, der Beamer, und guten Abend, Hawkeye. Wie toll, wie viel kostet das Spiel? Guten Abend. Ich weiß jetzt gar nicht, bei mir unten in der Beschreibung ist ein Link. Da müsste das auf jeden Fall billiger sein. Definitiv. Also auf Steam sind es 30 Euro, ja. Also wie gesagt, unten bei mir in der Videobeschreibung ist ein Link zu einem Händler. Da ist er auf jeden Fall billiger. Ich weiß nur nicht, wie teuer momentan. Einfach mal gucken. Genau. So, wie weit oder wie breit oder wie lang oder wie groß soll ich denn das Fundament bauen? Welches? Für unten. Die Veranda? Ja. Keine Ahnung. Okay. Ja, ich glaube 20, ich meine auch 20 Euro kostet bei dem. Was ist du, alter Emu? So. Bauen wir mal die Öfen hin. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, nicht so. Nicht aufeinander, sondern nebeneinander. Hättest du mal die Güte. Na? Willst du nicht? Hast Pech gehabt. Fuhre Stein und Holz. Schon wieder dunkel, ist doch nicht wahr. Ja. Sehen, sind sie nix. Ja. Hab ich mir auch gerade gedacht. So.
Und da ist die zweite Spitzhacke kaputt. Ja, irgendwas ist hier immer. Ja, würde ich sagen. So, kann ich jetzt da rein oder muss ich... Jetzt kann ich wieder nirgendwo rein. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll mit dem Spiel. Irgendwie nicht, ne? So. Ich bin kurz zum Verdursten, auch schön. Okay. Naja, ich relock mal kurz. Ja. Ja, irgendwie stimmt ja da leider irgendwas nicht. Naja, was zu machen. So ist es. Steinhacken. Ja, ja. Ausbauen, ausbauen, ausbauen. Genau. Aber so kriegt man ja OEP. Das ist ja, es ja, was wir momentan sowieso am meisten brauchen. Ja, ich brauche noch 3 Level, dann kann ich Stahl Sachen lernen. Also zumindest Stahlwaffen und Werkzeuge. Ja, wobei, du musst dir dann auch die Stahlgrundsachen lernen, damit du die Rüstungsteile machen kannst. Ja, das mache ich ja sowieso. Ja. Das wird ja sowieso gemacht. Ui, der Locking ging mal schnell. Jetzt ist nur die Frage, ob er schon fertig ist oder nicht.
Und da ist meine Spitzhacke natürlich mal wieder kaputt. Crash, crash, ja, crash. Du wirst jetzt wahrscheinlich auch ein, zweimal haben, tja. Bis es dann mal wieder funktioniert hat. Mhm. Naja, was will man machen? Habe ich wenigstens einen guten Zeitpunkt, um die Folgen zu cutten. Das stimmt. Es hat alles seinen Vorteil, man muss sie nur finden. So. Mats. Also ein neuer Versuch. Oh nein. Du auch wieder. Oh, ey. Alle 20 Minuten ungefähr. Ich bin jetzt wieder ungefähr 20 Minuten in der Aufnahme und wieder. Hm. Ja, dann werden wir es doch mal wieder ausprobieren. Wenn ich wieder crashen sollte, ist wieder gleich mein Kanalbanner zu sehen. Wir werden es sehen. Ah. Ich sehe zumindest schon mal mehr. Hey, ich kann mich bewegen. Mal schauen. Genau. So. Aufnahme wieder gestartet. Dann mach ich das Bild wieder aus. So, da bin ich wieder. Sehr gut. Hat sogar nur einmal gecrashed, immerhin. Ey, haben wir schon eine Kiste für Teer? Nee. Na gut. Muss ich noch machen. Mhm. Auch für Leder und so muss auch noch eine Kiste gemacht werden. Na dann. Ja, ich klatsch mal den Teer da oben mit rein. Ich kann ja mal gucken. Ein bisschen Holz ist ja schon fertig. Hm. Wie viele Kisten kann ich denn gerade machen? Eine. Wow. Immerhin eine Teerkiste. Wey. Dann kommt jetzt eine Teerkiste. Ja. So. Wo soll ich denn das erste Gerbergestell hinstellen? Ja. Das ist eine gute Frage. Wo bauen wir die Dinger denn hin? Hm. Sagen wir, hier kommen ja Öfen. Dann hier vielleicht die Gerber dann. Der Seite. Mhm. Müssen wir noch Fundamente noch bauen. Ja. Die Workbenches, das ist auch eine gute Frage. Mhm. Hier nicht genug Kontakt die zum Workbenches Boden. Könnten wir dann theoretisch hier die Mauer lang bauen. Ja, zum Beispiel. Na, ich stelle mal das erste da hin, damit ich mich wieder bewegen kann. Richtig. Ach so, und wenn ich schon mal da bin, kann ich ja gleich mal Eisen holen für die Spitzhacken zum Reparieren. Zum Beispiel.
Thea. Ein bisschen Thea muss sein. Ein bisschen Thea kommt her. Genau. Ach so. Halt, stehen bleiben. Ich schmeiß dir mal das neue Messerchen am Boden. Nicht reparieren, also. Da, das neue Messerchen. Ein Feilkata. Ist das Stärke? Ich hab keine Ahnung. Zumindest sieht es einigermaßen gut aus. Ach so, kein Platz mehr. Ich schmeiß die ganzen anderen Gerbergestelle mal in die Dingskiste. Ja, ich gehe mal wieder eine Holzrunde machen. Jo. Müssen wir ja auch haben, Holz. Und Rinde und so. Sowieso. Und cool. Rino. Rino? Ja. Naja, nur normales. Fernkampfunterstützung. Stufe aufgestiegen, sehr schön. Oh, ich hab Durst. Schnell! Schnell! Chanel! Chanel zum Wasser! Chanel, genau. So. Na, Bogenschütze, alles klar. Läuft. So, ganze Fleisch mal wieder reingekriegt. Oh, 61 verfaultes Fleisch. Hey, lecker. Hab ich das. Ist das. Hab ich jetzt noch gar nicht geguckt. Ist das eigentlich nur runtergedreht? Ja. Ach gut. Weil dann so viel ist. Da tut noch mich. Weil so lange spielen wir nur noch gar nicht. Stunde jetzt. Etwas über eine Stunde. Eigentlich stimmt. Wer weiß, was die da gemacht haben. Ich weiß es nicht. Ah ne, ich kann mich jetzt nicht als Admin machen, weil dann sieht man nämlich den Befehl. Oder den das Passwort. Muss ja auch. Könnte Feuerpfeile. Hey.
wachst auch gerade Bäume. Okay. Ja. Fundamente und so. Ja. Fehlen noch ein paar. Mhm. Ein paar hundert. Ja, Mauern auch noch. Fehlen auch noch ein paar hundert. Tausende. Mhm. Wachtürme, was Sklaven. Was ist denn jetzt der Lord? Jetzt weiß ich, warum der Lord abgehauen ist. Hat keine Lust gehabt zu fahren. Och. Ich glaube, das macht immer den nächsten aus. Ich glaube, da macht immer auch nichts. So, und Fundamente basteln. Ich brauche noch so 200.000 EP. Bis 28. Könnte nochmal den Krokodilboss machen. Hm. Für EP. Also jo, die Höhle. Jo. Oder die Dingenshöhle, wo die vier Typen drin sind, weil da kann ich menschliche Herzen fahren. Mhm. Ist auch eine Idee. Also, ja. Wenn man Hunger hat, sollte man nichts trinken, das bringt nichts. Kommt auf das Getränk an, ne? Stimmt natürlich auch, ja. Dumm-di-dumm-di-dumm. Hm. Bisschen Pflanzenfaser mal wieder sammeln für die Türen. Genau. Denke ich, dann haben sie ja eigentlich mal die Kakteen hier vernünftig verändert. Ja. Bisschen Aloe von der Vera. Genau. Die gute Aloe. Wer kennt sie nicht? Die Vera Aloe. Mhm. So. Dann wird mal weiter gebaut. Na, Kroko, jetzt beißt er nicht mehr zu. Oder?